Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Von der härtesten Kältewelle seit Jahrzehnten werden die USA gegenwärtig heimgesucht. Dagegen gab es in weiten Teilen Westeuropas zu Weihnachten frühlingshafte Temperaturen. In Süddeutschland wurden statt der Schlitten die Kutschen zur Ausfahrt genutzt. Aus Freiburg wurden über 17 Grad gemeldet. Auch in Teilen Frankreichs konnte Weihnachten auf der Terrasse gefeiert werden. Rar geworden ist selbst in den Hochlagen der Schnee, wie er gegenwärtig den Amerikanern zu schaffen macht. Nordamerika erlebt den kältesten Dezember seit Einführung der Wetterbeobachtung. Der Kältewelle sind bereits etwa 150 Menschen zum Opfer gefallen. Zu Holiday on Ice ist Weihnachten 83 für die USA geworden. Eine der schlimmsten Kältewellen in der Geschichte der Nation ließ das Land zwischen Atlantik und Pazifik erstarren. Selbst Old Man River, der gigantische Mississippi, ist von einer Eisdecke überzogen. Schneepflüge sind unermüdlich im Einsatz. Besonders hart betroffen sind der Norden und der Mittelwesten. 17 Städte erlebten Minustemperaturen, wie sie seit Beginn der Wetterbeobachtung noch nicht registriert wurden. Auf minus 53 Grad Celsius fiel das Quecksilber im Staate Montana an der Grenze zu Kanada. Die Wetterunbilden führten zu chaotischen Verhältnissen im Straßenverkehr. Die gute Seite, es gab weit weniger Verkehrstote, da sich die wenigsten auf die Straße trauten. Viele Ortschaften sind seit Tagen nicht erreichbar. Durcheinander gerieten auch die Flugpläne. Die Kältewelle forderte bislang über 150 Menschenleben. Zu leiden unter Frost und Wind haben vor allem die Obdachlosen, deren Zahl in den USA auf 2 Millionen geschätzt wird. Notunterkünfte wurden für sie eilig errichtet. Obdach wird ihnen auch in Polizeistationen gewährt. Hochbeschäftigung für die Feuerwehr. Da sich viele mit allen Mitteln einheizen wollten, gab es weit mehr Brände als sonst zu Weihnachten. Die Schäden betragen mehrere Millionen Dollar. Schwere Verluste meldet die Landwirtschaft. Tiere erfroren oder gingen ein, weil sie nicht ausreichend mit Futter versorgt werden konnten. Selbst das ewig sonnige Florida ist nicht verschont geblieben. Die Plantagen sind vom Frost überzogen worden. Gescheitert an der Kälte ist auch ein Historiker. Begleitet von Spekulationen über den Gesundheitszustand von Staats- und Parteichef Andropow ist das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion heute in Moskau zusammengetreten. Es dauerte aber fast 8 Stunden, bis die Nachrichtenagentur TASS erklärte, dass Andropow an dieser Sitzung nicht teilnimmt. Er sei dazu, so wörtlich, aus vorübergehenden Gründen nicht in der Lage. Die Rede Andropows sei verlesen worden und habe die volle Unterstützung gefunden. Die Wahl von 2 Gefolgsleuten des Parteichefs in das Politbüro, das oberste Parteigremium, scheint seine feste Position zu bestätigen. Das Zentralkomitee bereitet die für Mittwoch geplante Sitzung des obersten Sowjet vor, der seine Zustimmung zu der Wirtschaftsplanung für das nächste Jahr geben soll. Die Bundesregierung hat heute die Sowjetunion erneut aufgefordert, ihre Truppen aus Afghanistan abzuziehen. Außenminister Genscher erklärte heute, der Freiheitskampf der Afghanen dauere unvermindert an. Die Truppen, die am 27. Dezember 1979 einmarschiert sind, mussten abgezogen werden. Bonn werde das afghanische Volk in seiner Forderung nach Selbstbestimmung und Freiheit weiterhin unterstützen. Auch von der Friedensbewegung wurde der Abzug der Sowjettruppen gefordert. Ihr Sprecher Leinen erklärte, die Anwesenheit von über 100.000 sowjetischen Soldaten in Afghanistan stehe im Widerspruch zu den ständigen Friedensbekundungen aus Moskau. Aus sowjetischer Sicht spielt sich dagegen in Afghanistan ein unerklärter Krieg der USA gegen das Land ab. Die sowjetische Armeezeitung Krasnaya Zvezda beschuldigte die Amerikaner, sie hätten in Pakistan rund 100 Lager und Militärstützpunkte zur Ausbildung von, wie es heißt, konterrevolutionären Banditen eingerichtet. Eines der vom Widerstand kontrollierten Gebiete ist das Panjshir-Tal. Die ärztliche Versorgung dort haben Franzosen übernommen. Wer im Panjshir-Tal nördlich von Kabul krank oder verwundet war, musste bis vor kurzem in die Hauptstadt fahren, um Hilfe zu bekommen. Heute versorgen 4 freiwillige französische Ärzte, Krieger und Zivilisten in dem Tal. Die Ärzte, die zur Aide Médicale Internationale, einer französischen humanitären Organisation, gehören, müssen Kinder behandeln, die beim Spielen auf herumliegende Minen getreten sind.
Die hygienischen Bedingungen sind extrem. Ein kleiner Generator ist die einzige Stromquelle, die bei Notoperationen Licht liefert. Der Nachschub an Medikamenten, klagt dieser Arzt dem britischen Kameramann, der in dem Tal filmte, ist äußerst schwierig. Die Medikamente werden privat in Frankreich besorgt. Der Transport per Flugzeug nach Pakistan ist sehr teuer und der Weitertransport per Esel hierher ist äußerst risikoreich. Wir haben dabei schon viele Medikamente verloren. Viele der verschleierten Frauen lehnen in der streng islamischen Region medizinische Behandlung ab, weil sie glauben, dass Ärzte nur Männer sein können. Deshalb ist diese französische Ärztin ins Pangiertal gekommen, um den weiblichen Teil der Bevölkerung zu versorgen. Die Ärztin hat auch als Frau große Schwierigkeiten, die bestehende Schamschwelle zu überwinden. Sie muss die Afghaninnen buchstäblich überzeugen, dass sie auch eine Frau ist. Es ist gefährlich, hier als Arzt zu arbeiten. Dieses Hospital haben die Sowjets vor Jahresfrist ausgebombt. Und für die Ärzte hier im Guerillatal ist in Kabul Kopfgeld ausgesetzt worden. Palästinenserführer Arafat ist 6 Tage nach seinem Abzug aus der libanesischen Hafenstadt Tripoli heute in Nordjemen eingetroffen. Noch am selben Tag hatte er in Sanaa einen Meinungsaustausch mit Staatspräsident Saleh. Arafat setzte damit die Reihe seiner politischen Gespräche fort, die er in Kairo mit der ägyptischen Führung eröffnet hat und die er in den nächsten Tagen in anderen arabischen Ländern weiterführen will. Während Arafat mit 1000 seiner Kämpfer in Hodeida an Land ging, landeten andere Palästinensergruppen aus Tripoli im tunesischen Bizerta und in Algier. Das griechische Fährschiff Ionian Glory im Hafen von Algier. Hier gingen in den frühen Morgenstunden rund 800 Palästinenser, darunter auch der Arafat-Stellvertreter Abu Dschihad, an Land. In der algerischen Hauptstadt wird voraussichtlich im Februar der palästinensische Nationalrat zusammentreten, um nach der Vertreibung aus Tripoli die PLO neu zu ordnen. Bereits in der Nacht zum Sonntag trafen im tunesischen Hafen Bizerta 300 palästinensische Kämpfer mit ihren Familienangehörigen ein. In Tunis hat das Zentralkomitee der Fatah seinen Sitz. Das Komitee hatte das Treffen zwischen PLO-Führer Arafat und dem ägyptischen Präsidenten Mubarak zwar verurteilt, die palästinensischen Gruppen aber aufgefordert, öffentliche Kritik zu unterlassen. Die Kämpfe, die am Heiligen Abend in der libanesischen Hauptstadt Beirut wieder aufgeflammt sind, haben sich heute noch ausgedehnt. Alle Bemühungen um einen dauerhaften Waffenstillstand scheiterten bis zur Stunde. Die verfeindeten Gruppen setzen nun auf einen neuen saudi-arabischen Plan, der eine Entflechtung der Milizen und eine neutrale Zone um den Flughafen der Stadt vorsieht. Heftige Duelle lieferten sich die Armee, schiitische sowie drusische Milizen entlang der grünen Linie, die den christlichen vom muslimischen Teil Beiruts trennt. Hart umkämpft war auch das Gebiet zwischen den Palästinenserlagern Sabra und Shatila sowie das Gelände um den Flughafen. Bis zum Abend wurden nach amtlichen Angaben 57 Menschen getötet und mehr als 110 verletzt, darunter zahlreiche Zivilisten. Vor dem Gebäude des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz versammelten sich viele Mütter und Angehörige von Vermissten. In Sprechchören forderten sie die Verantwortlichen auf, die Schicksale ihrer Männer, Söhne und Kinder zu klären. Die Flut von Flüchtlingen aus Ostblockländern stellt Jugoslawien zunehmend vor politische und wirtschaftliche Probleme. Nach Angaben des UN-Büros in Belgrad haben allein 1982 fast 3000 Flüchtlinge, überwiegend aus Rumänien, im blockfreien Nachbarland um Asyl gebeten. Die meisten wurden in Jugoslawien in Übergangslagern untergebracht und reisten später ins westliche Ausland weiter. Auch Bürger aus der Sowjetunion und der DDR suchen den Weg in den Westen über Jugoslawien. Der japanische Ministerpräsident Nakasone ist heute vom Parlament in Tokio in seinem Amt bestätigt worden. Der Vorsitzende der Liberaldemokratischen Partei erhielt 265 von 509 abgegebenen Stimmen. Bei den vorgezogenen Parlamentswahlen vor einer Woche hatte Nakasone zwar seine absolute Mehrheit verloren, doch gelang es ihm, unabhängige Abgeordnete und eine Splitterpartei für sich zu gewinnen. Unmittelbar nach der Wiederwahl veröffentlichte der Regierungschef die Kabinettsliste. Fast alle Ämter wurden neu besetzt. Lediglich der Außen- und der Finanzminister behielten ihre Posten.
Dem ehemaligen argentinischen Präsidentengeneral Bignone und 20 anderen hohen Militär- und Polizeioffizieren ist von einem Bundesrichter verboten worden, das Land zu verlassen. Der Richter untersucht den Fall eines Technikers, der wie 1000 andere während der Zeit der Militärherrschaft verschwunden ist. Die neue Zivilregierung unter Präsident Alfonsin hat inzwischen weitere 6 Generäle in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Seit dem Machtwechsel Anfang Dezember ist damit die Zahl der aktiven Armeegeneräle von 56 auf 18 gesunken. Weitere Anschläge von Terroristen befürchtet die britische Polizei in London, nachdem gestern Abend wieder eine Bombe in der Innenstadt detonierte. 2 Personen wurden dabei verletzt. Vor 8 Tagen waren 6 Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei durchsuchte das Gebiet nach weiterem Sprengstoff. Wie Scotland Yard mitteilte, geht auch das 2. Attentat auf das Konto der irisch-republikanischen Armee. Staatssekretär Hennig vom Innerdeutschen Ministerium hat die DDR an die Zusage erinnert, die Todesautomaten an der Grenze vollständig abzubauen. Nach Hennigs Worten haben sich die Bonner Erwartungen, die mit dem Milliardenkredit an Ostberlin verknüpft waren, bisher nicht erfüllt. Der DDR-Staatsratsvorsitzende Honecker habe den vollständigen Abbau der Schussautomaten zugesagt. Bisher seien aber erst etwa 10% abmontiert. Hennig sagte weiter, für einen Bonn-Besuch Honeckers gebe es bei der Bundesregierung noch keine Terminvorstellung. Die Einladung gelte jedoch unverändert. Der Ball sei jetzt in Ost-Berlin. Hilfe für die Erdbebenopfer in der Westafrikanischen Republik Guinea. Das deutsche und das dänische Rote Kreuz schickten heute Wolldecken, Verbandsmaterial, Sanitätszelte und ein Geländefahrzeug in das Katastrophengebiet. Die Hilfsgüter wurden am Abend mit einer aus Kopenhagen kommenden Chartermaschine von Hannover nach Conakry geflogen. Bei 2 Erdbeben im Nordwesten Guineas wurden am vergangenen Donnerstag und gestern etwa 440 Menschen getötet und 350 schwer verletzt. 200 werden noch immer vermisst. Über 20 Dörfer sind zerstört. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Landesbischof Lohse, hat heute auf die Arbeit der Aktion Brot für die Welt hingewiesen. In einer Weihnachtspredigt in Hannover unterstrich Lohse die Verpflichtung der Christen, zu teilen und zu helfen. Mit der Aktion wolle die Kirche, so wörtlich, Solidarität üben mit denen, die weitaus weniger haben als wir. Die sterblichen Überreste des spanischen Surrealisten Miró sind heute in der Friedhofskapelle von Palma de Mallorca aufgebahrt worden. Der Maler, Grafiker und Bildhauer ist gestern im Alter von 90 Jahren in seinem Haus auf Mallorca gestorben. Hier sind die meisten seiner über 8000 Werke entstanden. Miró wird am Donnerstag in Barcelona beigesetzt, wo die 1975 gegründete Miró-Stiftung ihren Sitz hat. Seine Arbeiten gehören künftig dieser Stiftung. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 27. Dezember. Auf dem Satellitenbild erkennt man einen Wolkenwirbel, der von der südwestlichen Nordsee nach Frankreich verläuft. Der zugehörige Tiefausläufer zieht rasch südostwärts ab. Ihm folgt nach kurzem Zwischenhocheinfluss ein weiteres Frontensystem vom Atlantik nach. Die Vorhersage für morgen. Im Alpenvorland stark bewölkt und zeitweise Regen. Sonst zunächst aufgelockerte Bewölkung und niederschlagsfrei. Später von Westen her Eintrübung und nachfolgend zeitweise Regen, im Bergland vorübergehend Schnee. Tiefstemperaturen 5 bis 1, Höchstwerte 4 bis 8 Grad. Mäßiger im Norden und Osten, frischer bis starker, in Böen stürmischer Wind aus westlichen Richtungen. Wir melden uns wieder gegen 22.05 Uhr. Kurzem Zwischenhocheinfluss ein weiteres Frontensystem vom Atlantik nach. Die Vorhersage für morgen. Im Alpenvorland stark bewölkt und zeitweise Regen. Sonst zunächst aufgelockerte Bewölkung und niederschlagsfrei. Später von Westen her Eintrübung und nachfolgend zeitweise Regen, im Bergland vorübergehend Schnee. Tiefstemperaturen 5 bis 1,
Höchstwerte 4 bis 8 Grad. Mäßiger im Norden und Osten, frischer bis starker, in Böen stürmischer Wind aus westlichen Richtungen. Wir melden uns wieder gegen 22.05 Uhr.